When ya wa. Was passiert, wenn du eine Spinne aufschneidest? Ist, habt ihr euch das auch noch nie gefragt? Ich hab's mich auch noch nie gefragt. Aber das werden wir anscheinend heute herausfinden. Und andere spannende, krasse Sachen mit den krassesten Clips aus dem Internet. Wenn es euch gefällt, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schaffen wir 2000 Likes für Baby? Stimmt, ich hab den gegen die Wand geworfen. Da war ja was. Und falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos. Denn ansonsten sage ich euch nie, wie dieser Zaubertrick funktioniert. Das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr diesen Kanal abonniert. We have some potential, Frosch. Bro, what? Ist der Frosch am Kuscheln mit dem... Was? What? Alter, hat der Frosch gerade so diesen Fisch so ein auf Schmusebärchen, mein Sahnehäubchen, meine Zuckerschnute, mein Löwe, mein Bär. Bro, Alter, ich will nicht wissen, was da für... Wobei, doch, ich will wissen, was da für ein Tier rauskommt. Ein Froschfisch. Digga, geilstes Tier der Welt wäre das. Have y'all ever seen a hairless chicken? Bro, das ist ein Hühnchen. Ohne Federn. Oh, wie süß. Bro, wie süß sah das denn aus? Oh mein Gott, ASMR. Alter, was ist das? Oder war das Schnee oder Hagel? Ich glaube, das war so ganz leichter Schnee, ne? Bro, das klang wunderschön. Der Sound war göttlich. Es sah tasty aus. Wie ist die Handynummer von der Frau? Warte, was? Ja, hallo, na, Süße. Alter, okay. No. Oh, oh mein Gott! That was crazy. This is what happens if you pour water into a ketchup bottle. Okay, das passiert, wenn du heißes Wasser in eine Ketchupflasche tust. Ich wusste nicht, dass ich das wissen muss, aber das war etwas, ich bin dankbar, dass ich dieses Video gesehen habe. Weiß nicht wieso, aber ich fand's cool, dass die Ketchupflasche einfach kleiner geworden ist, Alter. Denkt ihr, es klappt auch, wenn ich mir warmes Wasser auf meinen Bauch schütte? Alter, Digga, ein bisschen kleineren, schmaleren Bauch hier, Alter. Geht das, ey? Leute, entschuldigt mich, ich muss kurz in die Dusche. Ach, Digga, nee. Nee, nicht wieder der Typ. Mann, der nervt mich so. Ja, was wird ihr wohl machen, Alter? Wird ihr den Rückwärtspuls im Maul machen? In dreifachen Klickzack? Nein, er trinkt wieder dieses Kackgetränk mit einem Sipp weg, Alter. Zum 100. Mal Apfelschorle. Boah, der nervt mich so. Ich weiß auch nicht. Nichts gegen ihn, aber er nervt mich. Bro, was ist das denn? What the heck? Da ist einfach mal die Erde aufgebrochen. Guck mal. Bir insan boyu kaldırmış. Tarla yok, ben ikiye bölmüş. Kacke, stell dir vor, da steht ein Haus drauf. Bro, das ist so aus diesen Weltuntergangsfilmen. Auf einmal bricht die Erde auseinander. Das kann ja wirklich passieren. Ey, wenn die Erde Bock hat, dann bricht morgen die Erde auf. Dann ist halt so. Dann sind wir futsch. Das ist, Bro, crazy, Mann. Crazy. Einfach geisteskrank. Einfach nur geisteskrank. Was macht die? This is so satisfying. Keine Ahnung. There's... Hä, was war das denn? Da kam einfach so ein Bläschen raus. So ein kleines Blubberbläschen. Stark. Astrein, geile Nummer, Digga. Oh, oh, ah, oh, ausgekippt worden. Ja, ausgekippt. Ja. Und dann geht auf einmal dieses Blubberbläschen kaputt und alles läuft aus, Alter. Stark, Junge. Okay, wir haben eine Spinne. Und einen Schuh. Und wir hauen auf die Spinne. Ah, na, das ist fake, Bro. Ich kann euch beruhigen, das ist fake, Digga. Das sind Ameisen. Wahrscheinlich schlüpfen Ameisen aus einem Spinnenbabybauch. Also, da war keine echte Spinne. Da war nur ein echter Schuh. Das war komplett animiert. Da ist keine Spinne gestorben. Alles super. Kompletter Fake-Clip. Aber das würde passieren, wenn ihr eine Spinne einfach so kaputt aufmacht. Okay, wir haben jetzt jemanden, der einen Spinnenbabysack aufschneidet. Von einer schwarzen Bitte. Ah, das sind Spinnen. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Bro, ich kann nicht hingucken. Da kommen das sind schwarze Witwe-Babys. Ach du Kacke. Okay, das passiert also auf, wenn du so ein Spinnenbaby-Nest-Ding aufschneidest. Oh, das war viel, das wollte ich nicht sehen, das wollte ich nicht wissen. Ah, schwarze Witwen-Babys, Alter. Schwarze Witwe kann ich töten, Alter. Und das sind einfach die Babys davon. Oh my God. Bro, was? Ach. Digga. Bro, schon ein bisschen sass, Alter. Wenn du da so eine menschenechte Hand machen kannst, ich will nicht wissen, was der mit den Fingern nach Feierabend Schluss macht. Ich will's nicht wissen. Der taucht die so in Sahne ein, so. Oh, oh, okay, Baby. Sorry, ey, willst du mich heute verführen, oder was? Nimmt die so an den Nacken und streichelt sich so selten. Bro, oh. Heute bist du aber ganz schön krass unterwegs, mein Schätzle. Und dann kommt so ein anderer Typ rein und guckt den an und er so, du hast nichts davon gesehen, okay? Freaking Finger USB-Sticks oder was das ist? WTF. Oh, das war ein Mistake. Das war so ein Fehler, Broski.
So was würde ich nie fahren. Tighten that up there. Alright. Alright, we're good. Gut. Er hat einfach mal während der Fahrt festgestellt, dass eine Schraube locker ist und er macht die Schraube dann ein bisschen fester. In der Zwischenzeit, Baby, was zur Hölle ist mit dir passiert? Alter, das, wir richten das mal ganz kurz. Sorry, mein Jutster. So. Und jetzt ist wieder gut. Ich hasse dich. Ja, ich lieb dich auch. Good morning. I had my surgery 2 days ago, and today I'll be getting my quilting sutures out. Quilting sutures are the blue ones that you see. My surgeon puts those in so it can press down on the skin to keep it from being very swollen and to maintain the shape of the lip. Hat er eine Weisheitszahn-OP? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall crazy. Was macht die denn? Bro, Jimmy, was machst du da oben? Komm runter, Kerle. Okay. Goofy? Digga, oh. Ich dachte für eine Sekunde, das wäre das Geräusch vom Styropor, weil das Styropor macht ja auch immer so Geräusche, so oder sowas, wenn du da drüber fährst. Ich dachte für eine Sekunde, das wäre das Geräusch vom Styropor. Ich war richtig happy, excited, wollte schon voll darauf eingehen, war einfach nur der Typ, Alter. Bin sehr enttäuscht von dem Clip. Oh, thank you, but I asked for milk and iced coffee. Oh my, what are you doing? Oh my, what, sucky? WTF. Oh my God. Boah, wie geil das aber aussah. Wieso? Ich hab, nein, wieso? Here we have a dog with no front paws. Oh nein, der arme, der hatte keine zwei Vorderbeine. Oh Mann, ach nö, so ein Feini, Dicker. Das war ja so ein Feini. Der hat einfach vorne keine Beine gehabt. Der, aber wie kann der laufen? Der hat bestimmt, ich glaube, der hat, es gibt ja für Hunde dann so ein Rad, wo die sich dann so drauflegen, auch wenn die hinten keine Beine haben. Und dann können die so mit diesem, wisst ihr, so eine Gehhilfe. Och Mann, so ein Feini. Was denn das? Boah, wie satisfying. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott, wie cool. Wart, Manfred, ich hab da eine Idee. Warte, pass auf. Die Versicherung wird das nicht merken. Wir fahren jetzt einmal durch die Waschanlage und dann passiert gar nichts. Gisela, hast du schon mal unser Auto angeschaut? Das ist kaputt, das sieht doch jeder. Nein, Manfred, lass mich durchfahren. Das ist meine Idee und die wird klapper. Die Versicherung wird nichts merken. Oder manche Menschen 500 IQ, Alter. Manche Menschen sind so schlau, da können wir alle nicht mithalten. Lol, das Wasser unter dem Eis. Boah, wie crazy. Alter, wie cool. Hätte nie gedacht, dass ich so einen Clip so cool finde. Hammer satisfying war das. So werden diese Zäune gemacht? Ach, crazy. Oh, er wird sich so erschrecken. Digga, wie geil ist das denn? Bro. Er wacht einfach nicht auf. Boah, wie... Digga, das ist der coolste Prank überhaupt. Wenn ihr den Spiegel macht, Alter, damit könnt ihr jeden Prank machen. Nächstes Mal ein Kumpel bei euch übernachtet, Übernachtungsparty, eine Freundin oder sowas, macht das. Stellt Spiegel hin, denkt die auf, filmt das. Überlustig, Digga. This is such a strange looking frog. Wow, wie krass sieht der Frosch denn aus. Wie wunderschön. Unglaublich schön. Da wird eine Welle kommen. Ihn wird so Yalla Bibi reinsmashen. Oha, wie cool. Der hat eben alles zurück. Coolster Typ der Welt war das. Nein, das ist fake, oder? Kann man... Nee. Kann man Weintrauben... Nee, oder? Kann man Weintrauben aufpumpen, wenn die so ver... Nein, oder? Ist das echt oder war das fake? Bro, das hat mich sehr verwirrt. Das hat mich sehr, sehr stark verwirrt. Wisst ihr was, Leute? Nee, wir hören auf an dieser Stelle. Das war mir zu dumm. Ich mag nicht mehr. Ich will heute nicht mehr weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Danke fürs Zuschauen. Ich will nicht mehr. Ich bin jetzt bockig und jetzt gehen wir. Jetzt ist Feierabend. Jetzt tschüssle.